mit besseren Aussicht. Hallo, Schwester. So. Naja, 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 naja. Jalla, jalla. Jups, jups, jups. Jups, hab ich gesagt. Jups, halt nicht. Es ist kein Bär da. Sehr schön. Es liegt kein Bär mehr im Unterholz. Darauf bin ich tierisch stolz. Ist das hier ein Apfelbaum? Natürlich alles hier auf dieser Seite runtergebleibt. Bleib doch mal hier, du Apfel. Mann, ich hab bestimmt den Apfel nicht. Jetzt. Ist der andere auch davon gerollt? Ja, natürlich. Aber wir haben wieder drei Äpfel. Sag mal, verdirbt das oder verdirbt das jetzt nicht bei uns in der Tasche? Das ist jetzt irgendwie so eine Frage, die ich mir stelle. Ich bin ja froh, dass da nicht müde wird, sondern ein Mensch ohne Schlaf ist. Ich bin der Schlaflos-Man und stehe immer auf der Wacht. Hier, auf meiner Insel. Von oben schaue ich herab auf unsere unwürdigen Untertanen. Wo sind denn eigentlich die anderen Inseln hin? Wir haben doch nur mal mehr Inseln. Das kann doch wohl nicht Sparschwein. Sind wir jetzt eigentlich wieder hier, wo der Bär war? Und wieder, wo es dunkel ist. Sind wir wohl einmal komplett jetzt drum gelaufen, was? Um die Insel. Ja, sieht fast so aus. Ist das denn Wasser? Nö, ne? Ach doch, das ist Wasser. Oh, was ist das für eine Bucht hier? Na, die kennen wir ja noch gar nicht. Die wollen wir uns sonst gleich mal angucken. Wie schön. Na, das hängt da an dem Kiesel fest, oder was? Oh, Junge. Gut, das kennen wir auch noch nicht. Ich gebe ja zu, so ultimativ spannend ist das Spiel jetzt auch nicht. Deswegen werden noch, wenn wir jetzt nochmal draufgegangen sind, das Display hier auch beenden. Wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, steht zwar irgendwie, dass wir beobachtet werden und dass. Das sind ein Wasserfall. Boah, den muss ich mal angucken. Dass wir beobachtet werden und dass hier irgendwelche Geheimlabore sind, aber irgendwie finde ich hier gar nichts. Ein Wasserfall. Ein Superknall beim Wasserfall. Einmal ein bisschen hier ein Zeug im Auge behalten. Uff, guck denn daher. Ups. Guckst du hier rauf? Ach, war das toll, wenn es jetzt hell wäre. Eins. Du wolltest dich mit mir anlegen, aber du hast es nicht überlebt, mein Freund. Denn leg dich nicht mit Sohorn an, nein, mit mir. Halt. Dam, da, dam. Ach, Quatsch. Ausrüsten, okay. So, jetzt haben wir wieder Fleisch. Und so wie es aussieht, wird es nicht verderben. Dann können wir auch noch ein bisschen Fleisch rotten. Das wird hell. Da können wir noch ein bisschen Fleisch rotten. Das ist gut. Irgendwann können wir es ja mal braten. Wieso plumpsert hier nichts runter? Ein Baum, wo nichts dran ist. Okay, ein nichts dran Baum. Ein es wächst nichts dran Baum. Aber wenn hier ein Wasserfall ist, dann muss ja irgendwo ein Fluss sein. Theoretisch. Nehme ich mal so an. Also,
wisst ihr, wie es ist, nicht? Schlürf, schlürf, schlürf. SSS, gutes Frühstück. So, und weiter geht's. Okay, der Wasserfall war dort. Und da möchte ich jetzt mal mit euch hingehen. Natürlich ist hier wieder... da muss ich raufkommen, was? Oder? Ja, dort. Gehen wir mal hier runter. Da kommen wir schon mal in das Dolly hier unten. Das können wir uns auch eigentlich auch mal genauer anschauen. Genauer anschauen. Jö, da müssen wir mal dran ein bisschen rudeln und schütteln. Ah. Mango, Mango bringt Spannkraft ins Rohr. So. Na. Mann, wenn der Scheiß wegrollt. Oh, jetzt bleibt doch mal liegen hier. Gott verdammt nochmal. So, ein Hulkjober. Okay. Wir gehen jetzt mal hier hin, da mitten rein ins Tal. Schmettert schon die Nachtigall, ihr wunderschönes Lied. Natürlich kommen wir nicht dorthin. Mag er ja, ah, wohl, ja, wohl, ja, wohl, nee. Nein, nein. Scheiße. Vielleicht kommen wir ja von... Was ist denn so hinten? Ach, so ein Baum, ne? Doch, das ist jetzt irgendwas ganz was Tolles. Und so ein bisschen Baum. Ein herbstlicher Herbstbaum. Na, so ein Scheiß. Muss irgendwie hier rauf. Bloß wie. Oh, der ist er. Was? Hä? Ist er auf zwei Seiten, oder wie? Okay, ich habe Angst, wenn wir jetzt hier runtergehen, dass wir nicht mehr hier raufkommen. Da muss jetzt irgendwo einen Fluss geben. Den wollen wir jetzt mal finden. Das kann es hier wohl nicht geben. Gut, da geht's hoch hinunter. Ach, Mann, hallo, das ist doch bloß ein Ast hier. Aha, da ist doch nichts, und da war nicht durch. Eine unsichtbare Wand. Die Mauer des Schreckens. Kannst du da jetzt aber hängen? Das ist doch nerv. Na klar. Fängt es an zu gewittern. Ist ja klar. Muss hier sein. Sonst wetzt das nicht. Oh, das ist wohl der Freeclimber, oder? Ja, der läuft fast 90 Grad Wände rauf. Der ist ja cool. Was ist denn der drauf? Der ist ja voll lässig. Sieht irgendwie künstlich aus. Aha, der war doch nicht mit der Witze voll. Der Waterfall. So muss sein. Hä? Ich zweifle gerade an mir und in meinem kleinen bisschen Restverstand, den ich besitze. Wenn sie runtergehen, kommen wir wieder rauf. Da drüben bestimmt. Wir gehen einfach mal hier runter. Das sieht auch so künstlich aus. Dass hier irgendjemand künstlich angelegt hätte. Laufen wir durch diese wunderschöne Wiese. Ich genieße diese wunderschöne Wiese. Aber hier scheint ja nichts zu sein, mal wieder. Also dieses Spiel besteht aus sehr viel Nichts, oder? Was hast du hier gefunden? Nichts. Er hat nichts gefunden. Das sieht doch irgendwie aus wie ein Eingang. Oder? Das ist auch nur so merkwürdig flimmert. Komisch. Ach,
Mann. Aber Sinn und Zweck von dem Spiel kann doch auch nicht sein, um plus Tiere zu jagen, oder? Ist doch ein bisschen sehr langweilig. Sehr langweilig, weil irgendwas muss man doch machen können. Meint ihr nicht? Ich meine schon. Okay, hier unten geht's weiter. Ich höre den Wasserfall rauschen. Ich will dorthin. Ich muss ein todesmütig runterstürzen. Jetzt ist ein so ein James Bond-Film. Und wie bei Auf der Flucht mit dem Harrison Ford. Ja, der war da noch fort, der Harrison. Ja. Was haben wir denn hier? Rohre. Alles künstlich hier. Eieiei. Ja. Ich will hier rauf, ich will wissen, was das ist. Da kommt der Wasserfall raus. Also müssen wir jetzt hier irgendwie hier drüben rauf. Okay. Können Sie das vielleicht mal ein bisschen genauer anschauen? Vielleicht können wir da irgendwo rein. Das war doch, boah, wäre das geil. Wird vielleicht doch mal spannend werden hier zum 20. Teil. Und keine Ahnung, wie viel, welcher das jetzt ist. So, laufen wir dann eine 90 Grad Wand hoch. Diesmal schafft das nicht. Was ist mit dem los? Versorgen etwa seine Spider-Kräfte. Ah, hier kommen wir rauf. Müssen wir. Und ein Apfel. Aber Apfel gibt doch auch Feuchtigkeit, deswegen verstehe ich nicht so richtig. Wieso? Wenn ein Apfel ist, keine Flüssigkeit aufgefüllt bekommt am Lebensbalken. Okay, wir sind nicht Kaskairen. Muppet Babys, die machen Träume wahr. So, ich will das jetzt sehen, ich will das jetzt wissen hier. Nicht für sich, nur für alle, das ist klar. Muppet, 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 Baby, Baby, Baby. Was ist denn hier? Was ist denn das? Na, einfach, was ist denn das? Ups. Zum Glück versorgen nie unsere Spider-Kräfte. Jetzt. Dann schau hin, was ist denn das? Hier kommt alles Wasser raus. Was machen? Natürlich nicht. Aber ich bin doch so neugierig. Ey, Friede, ich bin so neugierig. Nee, runterspringt sie ein bisschen da ist. Ich sehe nichts so richtig. Okay, hier kommt das Wasser raus. Also müsste es hier irgendwo eingespeist werden. So. Nein. Naja. Okay, sehen Sie. Da fließt dort hinter. Okay, da gibt es keinen Fluss, das kommt irgendwo raus, das Wasser. Jetzt kommen wir nochmal hoch, ne? Scheiße. Okay. Na, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Wir gehen hier runter. Hier kommen wir wieder raus. Ist ja null Problemo, null Problemo. Mann, 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 wo könnte das alles herkommen, Gehirnführung? Gehen wir weiter hier lang. Na, am Ende denkt man schon mal was Neues. Zwar nicht oft, aber ab und zu. Ja, das kennen wir. Das ist uns wohl bekannt. Ist hier noch irgendwas?
Irgendwas Extravagantes, Tolles? Nein, ne? Nö, nur Felsformation. Hört ihr es, der gemeine Bünschbecht hämmert wieder sein fröhliches Lied? Okay, gehen wir mal runter. Gehen wir mal völlig runter, ne? Hm? Wir schütteln mal das Bäumchen. Fällt herab ein Träumchen. Wir schütteln nicht dieses Bäumchen. Fällt kein Reich herab ein Träumchen. Ach, wie auch immer. So. Wir schauen uns mal schnell einen Überblick. Dort unten haben wir den Strand. Drüben haben wir die Insel. Aber auf der waren wir, glaube ich. Mal auf der? Ja, auf der waren wir, ne? So, das, wo es nichts gab. Ich möchte jetzt hier ungern abstürzen. Das würde mich ungeheuer traurig machen. Also, ja, der klebt wieder am Felsen. Das ist top. Der Mann ist einfach nur spitze. Schütteln wir wieder einen Riesenbaum. Und dann schütteln wir nochmal. Ein Stückchen. Na, auch schön. Ist das ein Haus oder ist das Fels? Sieht also komisch aus hier. Ups, ist das lief. Und in diesem Dall, da zwitschert schon wie noch die Goal. Warum ist das hier so tief? Deep Space Nine, was? Jo. Drittel-Dusch. Ist kein Frisch mehr an Dusch. Jo. Naja. Nehmen wir mal die Kokosnuss. Machen wir Inventar. Gehen wir auf Herstellen. Nehmen wir eine Kokosnuss, rüsten die aus. Nehmen wir ein Messer. Machen das so. Gehen wir auf Herstellen. Haben wir eine offene. Das tauschen wir jetzt mal. Inventar. Halt. Die Wasserfläche nehmen wir mal raus. Da nehmen wir mal die Kokosnuss rein. Wir haben noch einen Apfel. Wir haben noch 4 Mangos. Okay, 3 Fleisch haben wir auch noch. Ist das mal zu Gemüte führen hier? Die haben wir uns gleich vollständig in den Schädel rein hier. Und schmeißen die voller Wucht gegen den Baum. Essen einen Apfel. Ja, was heißt das so schön, wenn ein Apfel ist, bist du verhungert? Nein! Gut, nie drücken. So. Ja, rüsten die Mangos. Können wir mal herstellen. Nehmen diese Coconut Island hier. Gehen hier auf herstellen. Gehen wieder auf Inventar. Rüsten das aus. Okay. Schließen. Mann, die Spannung hat einen oder? Kann ich mir vorstellen. Ich bin selber fast im Einschlafen. Ich meine, am begeisterten Spielen. Irgendwie fasziniert das Spiel schon, aber irgendwie ist es auch anders. Ach gut, es ist halt kein Forst, ne? Das dran der Dieb ist es auch nicht, aber so eine Mischung draus. Ups. Sieht schon verdammt noch Bären aus. Mann, ich hatte so ein Bär, das kann ich dir aber sagen.